Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den LASK. Nach der erfolgreichen Leitbildpräsentation gestern steht am Samstag der Liga-Alltag wieder im Programm. Bisher wurden für das Spiel 9000 Tickets verkauft. Bei uns begrüßen darf ich Cheftrainer Nestor El Maestro und Christoph Leitgeb. Nestor, am Samstag kommt mit dem LASK eine Top-Mannschaft nach Graz. Wie ordnest du die Linz ein? So wie wir alle, glaube ich, Alois. Seit über ein Jahr eine sehr stabile Truppe, die zu Recht auf dem zweiten Tabellenplatz aktuell ist, letzte Saison war und mittlerweile, glaube ich, als zweitbeste Mannschaft Österreichs anerkannt ist. Das alles zu Recht. Für uns ist es das dementsprechend und deswegen eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance, hier in Graz richtig was zu bewegen. Christoph, wie fällt dein Resümee nach den ersten Spielen wieder in Schwarz-Weiß bisher aus? Ja, dadurch ich die ganze Vorbereitung eigentlich verpasst habe, ist eigentlich ganz okay. Vor allem die ersten zwei, drei Wochen waren extrem hart, vor allem mit dem Trainer, die Einheiten. Man sehr intensiv, aber ich denke, ja, ist ja ganz okay gewesen die ersten Wochen und es wird bestimmt noch besser werden. Ich bitte um Ihre Fragen. Werden wir mit Estoto von Onkor morgen am Samstag schon im Kader sein oder ist zu früh das Spiel? Wir sind alle fit, bis auf zwei Kleinigkeiten, die heute passiert sind, aber ich glaube, wir sind alle fit. Also 21 Feldspieler haben wir, sind alle fit, alle einsatzbereit und die beiden sicher im Kader. Ja. Was sind die Kleinigkeiten? Juan schnupfert ein bisschen. Juan Dominguez so hat so ein bisschen Nasenschmerz oder sowas und Jansch hat ein kleines Bällchen, aber ich glaube, das ist nichts. Trainer, Sie haben einmal gesagt, vor gewisser Zeit, da waren zwei noch nicht da. Es ist bequem. Momentan ist es nicht so schwer zu wählen. Jetzt sind zwei sehr gute Spieler dazugekommen. Jetzt ist es bei der 21 Feldspieler, die fit sind. Jetzt ist es, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger, da die Elf zu finden. Haben Sie sich schon entschieden? Ja, also ich darf eigentlich nicht verraten, wie früh ich mich für die Aufstellungen entscheide. Dann sind die Jungs ein bisschen weniger motiviert an dem Training, aber es ist für mich im Kopf alles klar. Kadertechnisch ist es auch kompliziert, wenn alle fit sind, aber das haben wir gerne. Allgemein freue ich mich, dass wir einen kleinen, aber wie ich finde, richtig guten Kader zusammen haben. Wie ist es für den Trainer einerseits angenehm, wenn man alle Spieler fit hat, oder ist es auch dann eher schwierig, eben unpopuläre Entscheidungen zu treffen, dass eben bei 21 Feldspielern auch der eine oder andere erst einmal nicht im Kader ist und auch nicht in der Startformation? Könnt ihr auch Erfahrene treffen, Irländer, Leitgeb oder den einen der anderen neuen? Ja, aber es ist kein Wunschkonzert. Also unter dem Strich müssen wir gewinnen. Ja, und wenn ich zwischen ganz bequemes Arbeitswochen und erhöhte Wahrscheinlichkeit auf den Sieg wählen musste, dann immer das Ergebnis. Es ist nicht einfach, vor allem gestandenen Spieler zu sagen, du bist nicht mal im Kader. Ja. Aber es kommt vor, ich glaube, bei jeder Mannschaft. Unbequem, aber bequem in dem Sinne, dass man weiß, bei Verletzungen, kurzfristige Ausfälle und so weiter hat man weniger Sorgen. Also
das Unangenehmste ist, ja, man hat nur ein Torwart und du zitterst halt bei jeder Trainingseinheit, ob der das übersteht. Ja. Wird Leite spielen, nachdem er da sitzt, oder ist das noch offen? Also, wer die Pressekonferenz macht, das ist keine Garantie, dass er im Kader ist, spielt oder so. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wer das entscheidet. Aber Leite ist ein großer und auch ein guter Reder. So haben wir den kennengelernt hier. Vielleicht auch deswegen. Super Trainingswoche hinter sich. Apropos Leite, wir haben gehört, vom LASK hattest du ein Angebot, aber das hast du geografisch, also hat dich das nicht mehr gereizt, wenn dann zurück in die Heimat oder Schluss. War der LASK an dir dran? Ja, ich habe mit dem Jürgen Werner gesprochen, eine Woche vor Ende der Meisterschaft haben wir Gespräche geführt, er wollte unbedingt, dass ich zum LASK komme, aber für mich war so also im Vorhinein schon klar, dass ich entweder zu Sturm oder die Karriere beende, also LASK war nie ein Thema für mich dann. Spricht aber für dich, weil der LASK hat nur gute Spieler geholt in den letzten Jahren. Naja, anscheinend. Ja. Wir sind recht erfolgreich. Ja. Ist alles richtig gemacht. Sie haben sich über das Standard-Tor gegen St. Pölten sehr gefreut. Nach langer Zeit ein Standard-Tor. In Altach waren die Ecken so, dass da was zu erwarten war. Und es hat auch prompt das nächste Standard-Tor gegeben. Wieder besondere Freude? Also der zweite rechne ich dazu, als Standardtor. Ob da vielleicht nicht, aber ist schon. Der zweite ist für mich auch ein Standardtor gewesen. Also zwei Standardtore, ganz klar. Nach meiner Rechnung. Ich bin halt Trainer. Ich rechne Elfmeter zum Beispiel nicht zu Standards. Zweite Bälle nach Standards dann doch. Oder Elfmeter, wenn sie nach einem Standard passieren, dann auch doch. Aber für mich, ich sage ja, natürlich ist das erfreulich, dass wir jetzt nach meiner Rechnung dreimal in der Saison nach Standards getroffen haben, nach ihrer Rechnung zweimal. Es ist nach wie vor deutlich weniger wie LASK. Und ja, wir mussten unsere Chancen da wahrnehmen und auf der anderen Seite auch brutal aufpassen. In der Länderspielpause irgendeine Schwerpunkte gegeben im Training oder nur auf dem Spiel? Ja, also Gas geben. Es ist ja das Duell der beiden defensiv aktuell stärksten Teams, zumindest wenn man die Gegentreffer heranzieht. Heißt das, dass das erste Tor entscheiden wird? Bei uns war es bis jetzt immer so. Bei LASK musste ich nachdenken, nicht immer so. Ja. Die haben es auch drauf, Ergebnisse zu drehen, aber in jedem Spiel brutal wichtig. Und in dieser Begegnung auch die Spielanlage bedingt. Ein 1-0 spielt ja immer in die Karten, aber bei diesen beiden Mannschaften noch extremer. Ist ja auch so, Trainer. Sechsmal vorne, sechsmal gewonnen, dreimal Rückstand, dreimal verloren. Also eine ganz eindeutige Bilanz. Aber ich habe noch eine andere Frage. Wenn Despotov, Donkor richtig integriert sind, wenn Leite die ersten paar Wochen gut verkraftet hat und wieder ganz dort ist, wo er hingehört, haben Sie dann eine richtig gute Mannschaft mit viel Speed? Für mich geht es um Qualität und Speed ist nur ein Teil davon, das rechne ich dazu. Also ist jetzt nicht der Grundvoraussetzung. Also die Spieler sind ja da und die Mannschaft ist gut jetzt und integriert, ja, sind sie schon. Mit dem Sport auf wenig trainiert, oder? Ja, der hat natürlich heute zum ersten Mal trainiert, ja. Auf der anderen Seite ist ein
das ist ein Spieler, den ich sehr gut kenne und der mich auch. Herr Lask, hat sehr oft die Startformation, die Spieler geändert, die Namen und Spieler, macht es schwerer auf sich, auf den Gegner? Nein, weil gegen uns spielen sie sicher doppelt. Gibt es noch Fragen? Der Lask hat seit Jahren oder seit gewisser Zeit Kontinuität, eine klare Philosophie, Ruhe im Verein. Sind das die Garantien für den Erfolg bei den Linzern oder gute Diagnostik bei Neuerwerbungen? Sind das alles Attribute, die sie dorthin geführt haben? Vielleicht, aber ich bin nur ein Student des Fußballs von die Fähne und das alles, was Sie genannt haben, hört sich sehr logisch an, aber es sind, glaube ich, keine Fragen für den Cheftrainer, sondern für die wichtigeren Leute. Ich habe noch eine Frage an den Christoph. Ich weiß, das Kapitel Salzburg ist beendet, aber wo es jetzt doch nächste Woche losgeht, auch mit Champions League, du hast das 12 Jahre versucht, denkt man da manchmal dran oder spricht man mit den ehemaligen Kollegen? Ja, ich muss jetzt dann mal schauen, den Karten einmal besorgen für ein paar. Das, ein bisschen spät dran, muss ich sagen. Das geht, ja. Ich muss den Christoph anrufen einmal. Der hat sicher noch welche in der Hinterhand. Natürlich freue ich mich mal für Red Bull, dass nach so langer Zeit endlich mal das geklappt hat, das große Ziel, Champions League. Natürlich schade für mich, dass ich es nicht erreicht habe, aber vielleicht klappt es ja da mit Sturm, dass wir Meister werden. Aber nein. Also, es ist schön für Red Bull, ja, dass sie das Ziel erreicht haben. Keine weiteren Fragen? Oder? Trainer Schott, das Training für die Zuschauer, die Autogrammstunde, die von den Fans genutzt wurde, gestern im Orpheum, das Leitbild. Wie steht der Trainer zu diesen Einlagen? Ist das was ganz Besonderes oder bei anderen Vereinen auch so erlebt? Oder ist das schon das ganz Spezielle, was Sturm auszeichnet? Also ich freue mich besonders bei allen außerordentlichen Veranstaltungen, die man als Cheftrainer wahrnehmen muss. Nein, die beiden waren echt gut. Also das gestern war kurzer und auch spannender wie erwartet. Also als man mich beschrieben hat, worum es geht, ich dachte, oh mein Gott, das wird ja wie so letzte Klasse Chemie am Nachmittag, aber so war es nicht, war ganz okay. Und das Showtraining, wo viele Fans dabei waren, das war echt gut, weil das auch zum guten Zeitpunkt, wo keine Nervosität da war wegen ein bevorstehendes Spiel, schönes Wetter, haben wir alle genossen. Wie besonders das ist, ja, also es gibt weniger davon als beispielsweise auf Schalke und mehr davon als bei kleineren Vereinen. Sturm ist ein großer steirischer Verein, habe ich gestern gelernt zu sagen, nicht österreichischer Verein. Und das ist schön, dass die Leute dabei sind. Meine ganz letzte Frage. Sie sind jemand, der sehr entscheidend einwirkt bei gewissen Dingen auf die Mannschaft und sehen auch den Einfluss des Trainers schon sehr gegeben. Gibt es einen fixen Elfmeterschützen? Ja. Oder gibt es einen fixen? Ja. Okay. Also vor jedem Spiel, ja. Vor jedem Spiel einen fixen. Zwei, für den Fall, dass der Erste nicht auf dem Platz ist oder selber gefoult wurde. Aber es ist nicht immer gleich, weil es spielen auch nicht immer die gleichen Spieler. Mhm. Ist klar. Mein Gefühl ist da auch manchmal anders. Also für den Fall, dass Janča spielt, glaube ich, ist das ziemlich klar, weil der hat sehr viele geschossen und immer getroffen. Für den Fall, dass der Janča nicht spielt, überlege ich mich das immer. Und
ich wechsle das auch durch. Also wir haben bis jetzt keine Elfmeter gehabt. Ja. Und ich hoffe, der ist dann nicht so weit. Dann vielen Dank fürs Kommen und bis Samstag.